Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier im PHP 5 Kurs für Einsteiger in meiner 49. Lektion möchte ich dich hier mit einer Dropdown-Liste vertraut machen, Formularen, wie man diese auswerten kann. Ich habe hier ein etwas längeres Listing und dieses Listing besteht wiederum aus einem HTML5 Grundgerüst und innerhalb des Bodytext, der hier von Zeile 7 bis ganz unten bis Zeile 44 reicht, habe ich ein Formular eingefügt. Es hat wieder einen üblichen Formularkopf mit der Seite, die aufgerufen wird, Formular mit Dropdown, PHP in dem Fall, und der Methode, die verwendet wird. Und hier eben dann all das, was zu dem Formular gehört, Wahl der Anrede, und dann sind wir schon bei dem, was ich vorhin mit Dropdown angesprochen habe. Dropdown wäre dann in dem Fall hier zum Beispiel so etwas. Und da kann man eben dann in dem Fall zum Beispiel zwischen Sie und Du entscheiden. Und das wird gemacht, indem man hier einen Tag setzt, die Select-Tag, die geöffnet und hier geschlossen wird. Und wichtig ist, dass wir hier wiederum bei dem Element, bei dem Formular-Element, einen Namen einfügen, dass wir später auch dann auswerten können. Hinzu kommt hier, dass man hier mit Option, wieder auf und zu, Werte eintragen kann, die dann hier angezeigt werden. Also in dem Fall hier Sie und Du. Und hier wiederum nicht nur das, was hier angezeigt wird, sondern auch das, was als Wert übergeben wird, wenn dann diese Option, diese Auswahl dann getroffen wird. Dann kommt noch etwas dazu, gibt es hier eben dann eine Auswahlliste. Und diese Auswahlliste unterscheidet sich dadurch, dass wenn man gleichzeitig die Steuerungstaste drückt, kann ich auch mehrere Dinge auswählen. Ich habe die Steuerungstaste gedrückt. Hier kann ich aber immer nur eins wählen und kann mit Steuerungstaste nicht mehrere wählen. Das ist der Unterschied von der Bedienbarkeit her. Ich wähle jetzt hier Du zum Beispiel. Und das wird hier deutlich gemacht bei Select Name, indem ich hier dann hier ein ähnliches Zeichen einfüge, wie wir es von Eraser kennen. Und damit hat man eigentlich das Wesentliche schon getroffen. Es werden hier nämlich mehrere Variablen mit übergeben. Und hier wird ein Array erzeugt vom Namen her Einkauf. Und dann darf ich nicht vergessen, hier Multiple gleich Anführungszeichen Multiple einzufügen, dass also mehrere Werte ausgewählt werden können. Ja, also zweimal Select Name mit dem Unterschied, dass hier ein Array Werte aufnehmen wird, hier eine einfache Variable, in dem Fall die Variable von mit der Bezeichnung Anrede, hier Variable Einkauf als String mit diesen eckigen Klammern und Multiple. Wenn ich das jetzt hier auswähle und auf Absenden gehe, bekomme ich das dann hier eingetragen, deine Einkaufsliste, weil ich hier Du gewählt hatte ursprünglich. Und dann habe ich hier vorhin Milch und Brot eingegeben. Wie komme ich dazu, dass das funktioniert? Isse wird überprüft, ob Werte übergeben wurden. Das kennen wir schon. Es wird überprüft, ob es Werte für Absenden gibt. Und Werte für Absenden, das kommt daher, weil ich hier in dem Fall bei ImportTypeSubmit auch einen Namen eingefügt habe. Da kann ich dann überprüfen, ob überhaupt dieser Button hier, diese Schaltfläche, Liste Absenden überhaupt gewählt wurde. Wenn das der Fall ist, dann wird hier weiter überprüft, ob hier für Anrede ein Wert übergeben wurde. Anrede, wenn du dich erinnerst, ist dann hier oben. Wenn dann eben ein Wert da ist, wird ihre oder deine ausgegeben, Einkaufsliste. Und hier wird dann überprüft, also wird mit for each, an und für sich für jedes Element dieses Arrays, du erinnerst dich, dass wir hier ein Array übergeben, mit mehreren, unter Umständen mehreren Werten, wird hier mit einer for each Schleife eben dieser ganze Wert, die ganzen Werte dieses Arrays dann in dem Fall ausgegeben. Also eine Menge von Code, den wir hier haben, die aber dann zu recht schönen Ergebnissen führen kann. Probier jetzt einmal hier unten diese Aufgabenstellung zu lösen. Und hier wirst du all diese Dinge wiederfinden, die wir hier auch gehabt haben und versuch sie dann umzusetzen. Von meiner Seite aus hier ein Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke. Okay.